Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Sportbegeisterten. Heute eine Stunde speziell für euch, für alle Kletterer, Boulder und Bergsportler. Natürlich sind aber auch alle anderen eingeladen mitzumachen, weil Dehnungen oder Bewegungen sind dann gesund, wenn sie vielfältig und angemessen sind. Deswegen lade ich euch alle herzlich ein, vielleicht auch ganz neue Bewegungen oder Übungen für euch zu entdecken. Gerade für Kletterer und Bergsport ist es besonders wichtig, dass du deinen Körper und auch dein Mentales im Gleichgewicht hältst. Oft durch intensiven Sport entwickeln sich Disbalancen in der Muskulatur. Und die werden wir mit speziellen Übungen versuchen, wieder auszugleichen. Und auch machen wir ganz spezielle Dehnungen und Übungen, die sich auch gerade für die bestimmten Themen, für diese Sportarten eignen. Das ist bei den Kletterern oft die Hände. In keiner Sportart werden Hände so belastet wie beim Klettern. Da haben wir Thema wie Ringbänder, Sehnenscheidenentzündung oder auch Wachstumsfugen. Da machen wir ganz wertvolle Übungen, auch Dehnungen für die Hüfte, weil ihr wisst ja, egal ob beim Wandern oder Klettern, brauchen wir bewegliche Beine. Das macht es dann oft auch aus, ob wir noch einen Zentimeter weiter hochkommen. Und werden auch die typisch verspannten Körperregionen, oft Nacken, oder auch diese typischen Haltungen bei den Kletterern, der Rundrücken, weil die natürlich viel Zugkraft haben, aber wenig öffnende Bewegungen machen. Ich freue mich drauf, mit euch jetzt diese Stunde zu erleben. An meiner Seite der Martin. Ja, meinerseits auch einen guten Morgen und ich freue mich auch riesig. Genau, Martin bouldert auch gern, freut sich deswegen auch bei dieser Stunde mitzumachen. Wir beginnen mit unseren Händen. Ganz simple Übung. Die Finger nach vorne ausstrecken und dann beginne, deine Finger einzurollen und wieder zu strecken. Gerade wenn du kletterst, hast du meistens verkürzte Innenseiten vom vielen Halten und Greifen. Deswegen ist es umso wichtiger, die Finger auch richtig weit zu öffnen. Nimm ruhig auch deine Arme weiter mit nach oben. Du wirst auch merken, dass durch diese Übungen, die wir gemeinsam machen, du auch deinen Sport dadurch verbessern und verfeinern kannst. Mach das ruhig so lang, bis du richtig merkst, dass die Unterarme sich auch erwärmen. Du kannst es ruhig auch zackiger machen. Schneller auf. Um deinen Schultern auch was Gutes zu tun, strecke deine Arme, zieh die Schulterblätter richtig nach hinten zusammen. Dann deine Hände wieder auszulockern. Wir bleiben im ersten Teil der Stunde noch bei unseren Händen. Du wechselst jetzt in einen Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand bring deine Fingerspitzen Richtung Knie, setz deine Hände auf. Deine Finger sind gespreizt und dann beginne langsam das Gewicht sanft weiter nach hinten zu schaukeln, um auch die Handmuskulatur zu dehnen, eine Gegenbewegung zum Festhalten und Greifen zu schaffen. Hier auch darauf achten, dass der Handballen nicht zu sehr abhebt beim Zurücklehnen, sonst geht man mehr in die Dehnung in die Fingerspitzen als jetzt wirklich ins Handgelenk.
Jetzt kümmern wir uns noch um die einzelnen Finger. Das sind auch Übungen, die du jederzeit auch einfach mal so zwischendrin machen kannst. Du beginnst, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, indem du deinen kleinen Finger greifst und den Finger so ein bisschen nach oben ziehst. Jetzt sind wir tatsächlich auch noch mehr in der Dehnung der einzelnen Finger, der einzelnen Sehnen. Und gleichzeitig versuch, deine Finger lang zu ziehen, deine Gelenke sanft auseinanderzuziehen. Wir werden das heute jetzt in dieser Stunde ein bisschen im Schnelldurchgang machen, damit wir alle Übungen zeigen können. Wenn du aber zu Hause natürlich später mehr Zeit hast, lass dir ruhig auch mehr Zeit, jeden einzelnen Finger ruhig auch eine Minute lang zu massieren und wirklich so leicht nach oben zu ziehen. Gerade wenn du schon lange kletterst, wird es am Anfang eine Herausforderung. Also das wird am Anfang sich nicht angenehm anfühlen und fang auch wirklich sanft an, um nach und nach, Woche für Woche, diese Dehnung zu steigern. Wie geht's bei dir, Martin? Schon ein bisschen zach, gell? Es ist auf jeden Fall zach. Der kleine Finger war noch relativ einfach, aber dann wird es schwerer, finde ich. Also ich übe das jetzt schon länger, aber ich kann mich erinnern, dass am Anfang, wo ist es schon, eine kleine Herausforderung. Genau, dieses Mal ein bisschen im Schnelldurchgang. Wechsel auch deine Hände ruhig auch zwischendrin lockern, wenn das Handgelenk sich schon so ein bisschen maulig fühlt. Dann die andere Hand, der kleine Finger. Der Ringfinger. Das ploppt richtig. Schnelldurchgang, sind wir jetzt durchgegangen. Ich hab's jetzt gleich. Ja, lass dir Zeit. Kein Stress im Yoga. Ja, ich habe nur so viele schöne Übungen, dass ich hoffe, dass ich die alle unterbringe. Die nächste Übung ist auch eine, die ihr euch unbedingt merken solltet, weil ihr die ganz oft einfach mal zwischendrin machen könnt, wenn ihr merkt, bei der Kletterer heißt es immer, jetzt ist der Unterarm dicht. Genau, dicht, oder voll, weil er zu viel oder Kraft gebraucht hat. Genau, da tut sich gar nichts mehr. Und da gibt es eine ganz tolle Selbstmassage. Und zwar bringst du deinen Unterarm auf den Boden, so dass die Handfläche nach oben schaut, also die Innenseite. Und dann dein linkes Knie muss ein bisschen nach vorne laufen, auf den Arm. Und jetzt beginne dein Schienbein auf deinen Unterarm ein bisschen zu kreisen, zu schieben. Erinnert so ein bisschen an Faszienrollen. Also das kann auch schon intensiv sich anfühlen, ein bisschen neuralgisch anfühlen. Ja, das zieht schon. Und wenn du das für dich alleine übst, so zwischen dem Klettern ist das ganz gut, dann mach das ruhig auch 1-2 Minuten. Also lass dir da auch mehr Zeit, als wir uns heute nehmen können. Das Gleiche machen wir dann, indem wir ein bisschen anders, fast gleich, die Handfläche auf den Boden legen, von der gleichen Hand. Vorher war die Handfläche oben, jetzt die Handfläche unten. Und jetzt nimm deinen Ellbogen, also den Spitzenteil, um die Oberseite nochmal richtig durchzumassieren. Wirst du immer so Stellen finden, die tun ein bisschen mehr weh. Ruhig da auch ein bisschen länger bleiben. Also
Also beides ist eine Möglichkeit. Du kannst dich da so ein bisschen ausprobieren, ob das mit deinem Ellbogen für dich besser funktioniert oder mit deinem Knie, je nachdem auch, wie beweglich deine Hüfte ist, ob du mit deinem Knie zu deinem Unterarm kommst. Und das Gleiche machen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Wie gesagt, wenn du alleine übst, lass dir ruhig auch mehr Zeit. Kommst du hin, Martin, mit ja, den Beinen? Ja, es geht. Wenn ich den Arm nach vorne nehme, sehr gut. Dann geht's. Also vielleicht als Tipp für diejenigen, die auch Schwierigkeiten mit der Hüfte haben, die ich auch ein bisschen habe, dann hilft es mir, wenn ich den anderen Arm, der nicht am Boden liegt, als Stütze vor mich halte. Da merkt man auch richtig, wie gut wir auch hier an die Sehnen rankommen, weil wenn du da richtig kräftig massierst, bewegen sich die Finger von alleine. Kannst, ja. Ist das bei dir auch, Martin? Ja, das kenne ich sehr gut, vor allem bei einzelnen Sehnen. Wenn man da reindrückt, hebt es einen Finger ab. Das Gleiche probier auch auf der anderen Seite vom Arm, ruhig auch mit deinem Ellbogen und schau, welche Technik für dich gut funktioniert. Dann richte dich wieder auf, lockere deine Hände. Wir gehen als nächstes in einen herabschauenden Hund. Und dieser herabschauende Hund wird speziell für euch jetzt in einer Variation sein, sodass wir unsere Fingerstrecker damit kräftigen. Normal machen wir den Hund mit flachen Händen auf dem Boden. Dieses Mal komm auf deine Fingerspitzen. Genau. Schau aber, dass du ganz leicht deine Gelenke beugst, also dass du hier keine Dehnung machst von deinen Fingerspitzen, sondern in der Handkraft bleibst. Setze deine Zehen hinten auf, löse deine Knie je nachdem, wie gut du hier die Belastung halten kannst auf den Händen und auch wie beweglich deine Beine sind, kannst du entscheiden, ob du die Beine gebeugt lässt oder weiter streckst. Auch diese Übung beginne erst mit ein paar Atemzüge, um sie nach und nach für dich selber zu steigern. Am Anfang bitte nichts übertreiben. Tief ein und ausatmen. Wir bleiben noch einen Atemzug. Ein und ausatmen. Und dann komme wieder zurück auf deine Knie. Setz dich wieder auf deine Fersen. Lockere deine Hände. Die Hände sind oft ein bisschen die Stiefkinder, auch im Yoga. Wir benutzen die ganz viel, machen aber eigentlich zu wenig spezielle Übungen nur für die Hände. Und wenn wir natürlich jetzt anfangen, intensiv uns auf diesen Körperteil auch zu konzentrieren, wirst du auch merken, dass es schnell spürbar wird. So, dann setz dich in einen gemütlichen Sitz, Schneidersitz oder was für dich bequem ist. Zuallererst richte die Wirbelsäule auf und strecke dich in die Länge. Achte auch darauf, dass du nicht rund wirst, wie es ganz oft auch bei den Kletterern zu sehen ist, sondern dass du dich hier wieder aufrichtest und dein Brustbein anhebst. Wir bleiben hier. Jetzt nimm deinen rechten Arm langsam Richtung Boden. Du kannst hier ein bisschen weiter krabbeln. Der Arm kann gestreckt oder auch leicht gebeugt sein.
Und jetzt zieh deinen Arm über den Kopf, sodass du hier die Dehnung über die ganze Flanke, über die ganze Seite spürst. Auch dein Kopf darf mitgehen, Richtung Schulter ziehen. Die Fingerspitzen ziehen lang und deine linke Pobacke schiebt als Gegenzug wieder zurück in den Boden. Den Blick ganz leicht nach oben. Bleib in dieser Haltung und dreh jetzt nur die Nasenspitze Richtung Boden, sodass du deine rechte Hand ziehen kannst. Wir gehen zu dem nächsten Thema, Schulter und Nacken. Blick bleibt zum Boden. Und jetzt ziehst du deinen Arm wieder zur Seite, zur anderen Seite, Martin, genau. Und ziehst ihn weg von deinem Nacken. Mach jetzt ruhig so ganz kleine Mikrobewegungen mit deiner Hand in alle Richtungen, bis du selber gut spüren kannst, wie du am besten hier in den Nackenbereich rein dehnen kannst. Wenn du die Stelle gefunden hast, die sich bei dir wohltuend öffnet anfühlt, bleib in Augen. Du kannst auch mit dem Nacken verschiedene Variationen probieren. Eine ist, Nase schaut zum Boden. Die andere könnte sein, Kopf schaut nach vorne und du ziehst den Nacken noch mehr zur Seite. Probier auch da verschiedene Haltungen aus. Schau, was sich verändert. Mit der nächsten Einatmung nochmal den Arm über den Kopf wie am Anfang. Dich dann langsam wieder aufzurichten. Deine Schultern, Palme nach hinten, unten zu rollen, bevor wir langsam die Seite wechseln. Zuerst wieder beide Arme in die Länge. Mit der Ausatmung deine linke Hand Richtung Boden. Krabbel ein Stückchen tiefer, der Arm kann gebeugt oder gestreckt sein und dann zieh dich zuerst auf die Seite, dass du die ganze Seite spürst. Flanke, den Po in den Boden schieben und den Blick kannst du ganz leicht nach oben nehmen. Hier auch ganz wichtig, die Achsel weit zu öffnen, dich hier nicht einzurollen, sondern weit zu bleiben. Bleib in der Haltung, nur die Nasenspitze schaut zu deinem linken Arm. Und deine rechte Hand kommt wieder zur Seite. Du probierst wieder für dich selber aus, indem du Zug auf die Hand gibst, wie du am besten die Dehnung im Nacken spüren kannst. Probier es selber aus, verschiedene kleine Veränderungen auch im Nacken. Ruhig auch verschiedene Impulse in diese Dehnung, um herauszufinden, wo du die Dehnung am besten spürst. Wenn du eine gute Stelle gefunden hast, wo du es besonders gut spürst, bleib ein paar Atemzüge. Du kannst alle Übungen, die ich dir heute zeige, natürlich auch, wenn du die alleine nochmal nachübst, ruhig auch mehrere Minuten halten oder dir auch einzelne Übungen raussuchen, die dir besonders gut getan haben. Zieh nochmal deinen Arm über deinen Kopf in die Länge
Und mit der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder auf, um wieder deine Schultern zu lockern. Wir haben die Arme, die Unterarme, Schulter und Nacken. Jetzt gehen wir weiter zur Hüfte. Du kannst, wenn du hast, dir Yoga-Blöcke zurechtlegen oder auch ein Buch. Wenn du keine hast, macht es auch nichts. Kannst du trotzdem genauso mitmachen. Dann mach's ich mal ohne, oder? Genau, genau. Okay. Schaust einfach, wie es geht. Wir kommen zuerst nach oben. Und zwar genau mit oder ohne Blöcke. Die Füße schulterbreit, sodass die Fersen höher sind als deine Zehen, um dich dann langsam in eine Krähenhocke abzusetzen. Ruhig bis in die Knie, leicht nach außen. Genau, geht's bei dir, Martin? Ja. Und jetzt wollen wir auch noch die Unterarme mit in diese Dehnung bringen. Wir haben hier einen schönen Hüftöffner. Und bringen jetzt noch die Arme unter deine Kniekehlen. Du kannst die Hände hier verklinken und dich dann auf deine Arme draufsetzen. Das zieht, genau. Und das Gute ist, dass wir jetzt hier eigentlich das Blut mal richtig aus dem Muskel rauspressen. Auch das kann sich am Anfang intensiv anfühlen. Wir bleiben eine halbe Minute, wenn du das öfter übst, kannst auch bis zu einer Minute bleiben. Der Effekt ist, dass wenn wir dann die Haltung wieder lösen, dass unser Muskel richtig ausgedrückt ist wie ein Schwamm. Und dann, wenn wir wieder lösen, strömt frisches, neues Blut in den Muskel, neuen Vitalstoffen, neuen Nährstoffen. Versuch gleichmäßig zu atmen, auch wenn es ein bisschen drückt, das Gleichgewicht zu halten. Für Martin ist es natürlich jetzt deutlich anstrengender, weil er sich jetzt mit Kraft halten muss, während ich ganz gemütlich auf meine Blöcke mich abstellen kann. Und dann langsam den Popo wieder heben. Du kannst auch die Blöcke auf die Seite legen. Roll dich Wirbel für Wirbel auf. Komm wieder nach oben. Und wenn du hier bist, wieder deine Hände öffnen und schließen. Ruhig auch die Arme weiter nach oben ziehen. Du kannst auch deine Schultern kreisen, während du die Hände öffnest und schließt. Bleiben in der stehenden Haltung, locker deine Arme und nimm die Arme über die Seite, streck sie in die Länge, einatmen. Wenn du jetzt gleich tief gehst, beuge ruhig auch leicht deine Knie, sodass dein Rücken lang bleibt, komm tief und schau, ob du den Boden gut berühren kannst. Genau, geht gut, wunderbar. Wenn es nicht geht, einfach die Beine so weit beugen, dass das möglich ist. Jetzt greife mit deinen Händen unter deine Füße, sodass die große Zehe fast das Handgelenk berührt. Das zweite Fuß, zweite Hand. Wir sind jetzt hier in einer Vorwärtsbeuge und gleichzeitig, wenn du deine Füße so ein bisschen auf und ab bewegst, die Fersen, massierst du gleichzeitig deine Handinnenfläche. Auch eine sehr, sehr gute Übung, die du einfach immer wieder mal zwischendrin machen kannst, wenn deine Hände schon ein bisschen durch sind. Jetzt kommt noch ein bisschen Gleichgewicht dazu. Genau, du kannst entweder die Hände jetzt hier lassen oder auch die Hände vorsichtshalber nach vorne nehmen, wenn du sonst das Gefühl hast, dass du umfallen könntest. Und dann versuch dich langsam tiefer zu setzen. Rück die Beine ein bisschen breiter in eine Krähenhocke.
gar nicht so einfach. Schau, wie das geht für dich. Genau. Jetzt mal wieder hier in der Hüftöffnung und gleichzeitig massier mit deiner großen Zehe oder mit deinen Zehen richtig in deine Hände rein. Nur ganz kleine Mikrobewegungen. Wieder den Popo zu heben. Vorsichtig die Hände wieder unter den Füßen lösen. Knie leicht gebeugt. Roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Kannst deine Schultern wieder lockern. Deine Hände wieder auf und zu machen. Kann man gar nicht oft genug machen. Streck die Arme ruhig auch wieder nach oben. Damit die Vorderseite nicht verkürzt, gerne noch in einer leichten Rückbeuge. Das kann sich so ein bisschen anfühlen wie Kirschen pflücken, rückwärts. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Nimm ruhig auch die Flanken mit Martin, genau. Und mit der Ausatmung nimm deine Arme wieder tief. Die Arme wieder ganz normal über die Seite zu bringen, einatmen, Vorwärtsbeuge, gerne auch die Knie gebeugt, langer Rücken. Mach lieber die Knie gebeugt, langer Rücken, statt die Beine unbedingt gestreckt. Und ich beobachte dann oft, dass denn der Rücken sehr rund ist. Also lieber gebeugt, langer Rücken. Dann steige wieder zurück, komm in den Vierfüßlerstand. Hier ein bisschen wegnehmen. Um jetzt deine Zehen aufzusetzen, komm in den herabschauenden Hund. Ausatmen. Mach gern wieder einen normalen herabschauenden Hund. Deine Finger sind trotzdem gespreizt. Und jetzt löse dein linkes Bein nach hinten oben. Strecke es so weit, wie es geht, nach oben. Deine Hüfte öffnet sich. Jetzt kannst du dein Bein beugen und deine Hüfte mobilisieren, also kreisen. Probier auch das selber ein bisschen aus. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Das Gleiche geht auch, ein bisschen anstrengender. Gestreckt. Auch das ist eine Übung, die du jederzeit immer wieder zwischendrin machen kannst, um bewegliche Hüften zu haben. Außerdem ist es auch gut für die Arme, weil du hier mal Druck hast und keinen Zug. Dann bring das Bein nach vorne in einen Ausfallschritt. Setze dein hinteres Knie auf den Boden ab. Bleibe ruhig hier mit der Hand auf dem Boden. Lauf mit deinem Fuß ein bisschen weiter auf die Außenseite und probier auf die Außenkante dein Gewicht zu geben. Fußflex. Und je nachdem, wie beweglich deine Hüfte ist, kannst du mit dem Arm ein bisschen nachschieben und auch hier den Oberkörper in eine Rotation bringen. Wenn du am Anfang das Gefühl hast, die Beweglichkeit ist noch nicht da, um so intensiv in die Hüftdehnung zu gehen, dann beginn einfach ein bisschen kleiner, hier in einem kleinen Ausfallschritt und arbeite dich langsam in eine intensivere Dehnung. Wer schon sehr flexibel ist, kann natürlich auch hinten das Bein versuchen, mit ranzuziehen, mit der Hand nachzugreifen und die Dehnung zu verstärken. Aber gib den Haltungen Zeit, sich langsam zu entwickeln. Schritt für Schritt. Achte gut auf deinen Körper.
probieren, hier noch 5 tiefe Atemzüge zu bleiben. Die Hüfte, den Hüftbeuger, auch den Quadrizeps zu dehnen. Gleichzeitig sind wir in einer Rotation, einer Drehung in der Wirbelsäule. Nochmal tief ein und ausatmen. Jetzt kannst du wieder langsam aus der Haltung gehen, mit dem Fuß wieder ein bisschen zurückkrabbeln. Je nachdem kannst du erst nochmal locker in einen Katzenbuckel Pferderücken gehen oder auch gleich in den herabschauenden Hund. Schau, was sich für dich jetzt besser anfühlt. Dann wieder deine Zehen aufzusetzen im herabschauenden Hund. Die Arme zu strecken, die Schultern, ganz wichtig. Um jetzt dein rechtes Bein zu lösen, nach oben zu bringen, so weit wie es geht nach oben. Und dann gebeugt oder gestreckt, beginne deine Hüfte in alle Richtungen zu bewegen, zu kreisen. Hüftbeweglichkeit, ganz, ganz wichtig, auch fürs Wandern, auch für alle anderen Bergsportarten, um auch hier flexibel zu sein. Wenn wir hier flexibel sind, verringern wir natürlich auch das Verletzungsrisiko, weil wenn wir auch mal ausrutschen, haben wir einfach flexible Gelenke, Muskeln und ein gutes Zusammenspiel. Dann bring dein Bein wieder in den Ausfallschritt. Dein Knie auf den Boden. Krabbel mit dem Fuß wieder leicht nach außen. Lass dein Knie nach außen fallen, sodass du auf die Außenkante kippst. Blick über die Schulter. Oder auch für den Anfang gerne zuerst einer sanfteren Variante der gleichen Dehnung zu bleiben. Wir wollen den Hüftbeuger dehnen. Wenn er recht verkürzt ist, beginne gern hier im Ausfallschritt. Wenn du schon tiefer in die Haltung gehen kannst, wieder Martin, dann kipp deine Hüfte zur Seite. Und der Martin kann auch noch die Rotation noch mehr mitnehmen, indem du über deine sich überlegen, rechte Schulter, schaust andere Schulter, genau, sodass die Wirbelsäule sich noch richtig mitdreht, Blick über die Schulter, als Option kannst du dein Bein noch mit ranziehen. Die Haltung wieder aufzulösen. Komm wieder entweder in den Vierfüßlerstand, um dich auszugleichen, oder auch in den herabschauenden Hund, was sich für dich besser anfühlt. Wir gehen dann gemeinsam auf dem Boden, auf dem Bauch liegend, in die Sphinx. Bleib auf deinen Unterarmen. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt auch, dass dann oft durch zu viel Spannung dann der Brustkorb etwas hart wird, etwas steif wird, was natürlich irgendwann zu Schmerzen führen kann oder auch einfach zu Unbeweglichkeit. Und manchmal sind das einfach ein paar Zentimeter, die dir helfen würden,
weiterzukommen. Deswegen hier die Schulter nach hinten ziehen und dein Brustbein anheben. Schieb die Fußrücken in den Boden. Wenn du hier die Dehnung schon gut spürst, bleibe. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch intensiver deine Brustwirbelsäule dehnen, komm vorsichtig ruhig, auch etwas breiter mit deinen Händen auf den Boden und schau, wie sich das für dich anfühlt, hier dich weiter zu öffnen. Der Martin ist ja beweglich, wow. Toll. Und dann lass den Atem fließen. Achte auch auf den Nacken, dass der sich gut anfühlt. Wenn es sich für dich gut anfühlt, den Blick zum Boden zu nehmen, probier das gern auch mal aus. Sehr angenehm, auch für verspannten Schulter. Wenn es sich gut anfühlt, Blick nach vorne, auch leicht nach oben. Schau nur, dass du den Nacken nicht zu weit nach hinten reißt. Soll sich gut anfühlen. Du kannst dir jederzeit immer wieder auch intensiver in die Haltung gehen, aber auch natürlich jederzeit wieder sanfter in die Haltung. Wir bleiben noch 3 tiefe Atemzüge in deiner Variation. Dann wieder langsam tief zu gehen. Wir bleiben auf dem Bauch liegen und jetzt ziehe dein rechtes Bein, nein, dein linkes Bein zur Seite, genau, sind wir wieder in der Hüftöffnung und die gleiche Hand, die linke Hand, taucht, so gut es geht, unter deinen rechten Arm, Rotation. Schau, wo der andere Arm gut Platz findet. Genau. Der Martin denkt mit, damit ihr die Haltung von allen Richtungen sehen könnt. Also linkes Bein, genau, zur Seite. Versucht die Hüfte so gut es geht wieder in den Boden zu schieben. Genau. Linker Arm unter die rechte Schulter. Schau, wie es für dich einigermaßen bequem wird, den Kopf abzulegen. Du kannst auch ein Kissen benutzen. Und wie gesagt, alle Haltungen kannst du auch viel, viel länger halten. Einatmen. Komm wieder zurück. Wie gesagt, ich habe so viele Übungen, die ich euch zeigen will. Deswegen gehen wir nur kurz in alle Haltungen. Die Seite wechseln. Dein rechtes Bein seitlich öffnen. Deine rechte Hand durchtauchen. Ausprobieren, wie es für dich am besten geht. Du könntest auch hier die Hand zur Unterstützung nehmen, um deinen Kopf abzusetzen. Du kannst ein Kissen benutzen oder den Arm strecken. Ganz, ganz wohltuend, auch für den Schulterbereich, Hüftbereich, Rotation auch in der Wirbelsäule. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und dann langsam wieder zurück. Dein Bein wieder ausgestreckt. Schiebe dich mit den Händen wieder nach oben, um dich wieder im Vierfüßlerstand oder auch im herabschauenden Hund nochmal durch zu mobilisieren.
für die nächsten Übungen wäre es gut, wenn du einen Block hast oder auch ein dickes Buch oder auch ein Kissen. Zuerst brauchen wir nur einen Block. Der zweite Block ist trotzdem gut, wenn er schon mal in Griffnähe bleibt. Komm wieder auf deinen Rücken. Lege dich auf deinen Rücken ab. Den Block nimmst du dann, wie nennt man das? Block? Nee, aber das ist hoch, das ist... Hochkant hoch, oder seitlich? Seitlich, seitlich quer. Genau. Und schiebst den Block unter deinen unteren Rücken. Die Füße aufgestellt, Rückmartin. Genau, wie bei der Schulterbrücke. Genau. Kopf auf den Boden. Wir kümmern uns nochmal um den ganz wichtigen Psoas-Muskel, Iliopsoas, der Hüftbeuger. Und zwar greife jetzt dein rechtes Knie, die Hände verklinkt um dein Schienbein. Und dein linkes Bein streckst du schwebend, also nicht ablegen, lass es schweben und bleibe in der Haltung. Dein linkes Bein schwebt einen Zentimeter über dem Boden und dein rechtes Bein ziehst du Richtung Brust. Wenn du natürlich schon sehr beweglich bist in der Hüfte, kannst du immer auch variieren und statt das Bein gebeugt, kannst du es auch hier an der Zehe halten in einer Halb-Happy-Baby-Position oder auch als Variation das Bein strecken. Auch da probier dich ein bisschen aus, welche Haltung für dich richtig ist. Und auch diese Haltung kannst du, wenn du sie alleine übst, gerne auch mehrere Minuten halten. Bei dieser Haltung versuch, das gestreckte Bein auch wirklich aktiv in eine Länge zu ziehen. Dass es nicht nur einfach entspannt da rumhängt, sondern das Bein wird lang, du ziehst es aus der Hüfte raus, sodass du die Dehnung hier in der Leiste und im Hüftbeuger gut spüren kannst. Wir wechseln die Beine durch. Du kannst dich wieder ein bisschen ausprobieren. Gebeugt oder Happy Baby Position ist jetzt aber schon intensiv von der Dehnung und ganz intensiv wird es hier auch nochmal mit gestreckten Beinen. Dein rechtes Bein wird lang und länger aktiv. Dann langsam stell deine Füße wieder auf den Boden. Heb dein Becken an, dass du den Block wieder auf die Seite legen kannst. Die Beine kannst du zu deinem Bauch ziehen. Ein bisschen schaukeln, ein bisschen rollen. Wir bereiten uns auf die nächste und letzte Übung vor. Und ich würde empfehlen, in der nächsten Übung, auch wenn das Video dann zu Ende ist, noch etwas länger zu bleiben. Du kannst diese Übung auch gern als Shavasana benutzen. Die Übung liegt mir auch so am Herzen, weil es eine Rückbeuge ist, die ja gerade ganz, ganz wichtig ist, wenn die Vorderseite sehr verkürzt ist, dass wir hier wieder weit öffnen, unseren Brustkorb beweglich machen, unsere Brustwirbelsäule. Nimm wieder gerne zwei Blöcke, Bücher oder Kissen. Ein Block ist quer und ein Block ist
aufgestellt. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Nee, stimmt schon. So, jetzt hat. Genau, ein bisschen wie Tetris. Genau. Hier liegen wir mit unserer Brustwirbelsäule und hier liegen wir mit unserem Kopf. Probieren wir es aus. Leg's zurück auf die Matte. Schau, dass du den länglichen Block unter deiner Brustwirbelsäule platzierst und dann den richtigen Abstand suchst. Mit Mikro ist das gar nicht so einfach, dass dein Nacken lang, aber bequem auf dem anderen Block ruht. Du kannst auch immer mit Kissen, die das noch ein bisschen gemütlicher machen. Genau. Lass ruhig die Füße aufgestellt, die Arme entspannt links und rechts, sodass dein Rücken in eine ganz sanfte, wohltuende Rückbeuge kommt und auch bleibt. Schließe gerne deine Augen. Lass dich hier in dieser Haltung richtig rein sinken. Bleibe gerne noch in dieser Haltung. Wir werden uns dann trotzdem jetzt schon bei euch verabschieden, ganz leise, und wünschen dir einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Klettern, Bouldern und Wandern. Schönen Sonntag euch, macht's gut.